Teuger, ich weiß, du bist zum Beispiel ein Fan, würde ich mal einsteigen, von Kaltakquise. Ne? Also du machst dazu Veranstaltungen etc. Ich bin ja genau das Gegenteil. Ich habe in meinem ganzen Leben, ich bin jetzt seit 10 Jahren, mache ich das hier, habe ich noch nie in meinem Leben Kaltakquise gemacht. Ich habe auch noch nie in meinem Leben eine Bewerbung geschrieben. Ich habe noch nie jemanden ungefragt nach irgendeiner Leistung oder so gemacht. Jetzt erste Frage. Teuger und ich sind da so, glaube ich, unterschiedlich, was das angeht. Was ist so deine Empfehlung, wenn du sagst, du willst Kunden gewinnen? Mal so ganz allgemein gesprochen, Anfang an. Ich glaube, die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Du kannst und du solltest und du musst beides machen. Also du kannst Content Marketing machen. Also das, was ich für meine Company jetzt mache, das basiert ja alles auf Content Marketing. Alles, meine gesamten Kunden kommen inbound rein. Durch den Content, den ich rausschiebe, ich habe jetzt Ads gemacht, also das ist dann schon mehr outbound in die Richtung, aber ich mache keine Kaltakquise. Das heißt, ich rufe nirgendwo an und sage, hey, wollt ihr ein Training haben, wollt ihr eure Seller aufs nächste Level bringen? Das mache ich nicht. Brauche ich gar nicht, weil ich so viele Kunden habe, die eigentlich über das Inbound reinkommen. Wenn du aber, Könntest weil du aber das, machen? bitte? Oder würdest du aber hinkriegen? Ja, also es dauert natürlich immer ein bisschen wieder reinzukommen. Also ich würde wahrscheinlich so 2 Wochen brauchen, um wieder reinzukommen in diese Kaltakquise, in diesen Modus einfach. Weil ich habe das jetzt seit 2 Jahren oder so, habe ich das nicht mehr gemacht. Also ich musste einfach keine Kaltakquise machen und das ist so ein bisschen wie Fahrradfahren. Du kannst das zwar im Hintergrund und aber du musst wieder reinkommen. Du musst erstmal dich auf den Sattel setzen und dann musst du wieder lostreten und die Muskeln dafür aufbauen, aber dann läuft der Hase eigentlich wieder. Also es hängt so ein bisschen davon ab, wie schnell du erfolgreich sein möchtest. Weil wenn du Cold Calling machst, du kannst halt den Kunden morgen abschließen, der ist dann halt da. Aber wenn du Long Term machen möchtest und einfach sagst, ey, ich habe die Zeit und ich will mir eher die Leads reinholen, die auch kaufinteressiert sind von sich aus, was ja im Coaching-Bereich einfach unheimlich wichtig ist, habe ich mir gesagt, ich mache das über Content Marketing im Grunde. Also ich würde sagen, das liegt so eigentlich in der Mitte. Okay. Tatsächlich. Tolga, wie ist es denn bei dir? Ich bin großer Freund von Kaltakquise. Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, die es kritisieren, nicht verstehen, wie es geht. Könnten wir jetzt drüber philosophieren, aber wenn du es vernünftig machst, und ich würde es dir dann auch zeigen, wie man es richtig machen kann, Bitte auf gar keinen Fall. ohne dass es sich schlecht anfühlt, dann ist es, also wir brauchen es natürlich nicht mehr. Ja, wir haben mittlerweile auch die Sichtbarkeit und die Kontakte und das Netzwerk dafür, wobei wir halt immer einen Akquisiteur hier haben. Also wir haben immer einen Akquisiteur hier und der macht das super gerne. Und Volker und ich tauschen uns natürlich auch oft darüber aus, weil das halt auch die Sprache ist. Ja, ich komme aus dem Banking, im IT-Bereich kannst du natürlich, wenn du Volker bist oder so bist, dann kannst du natürlich ein ganz anderes Wording nehmen, aber im Prinzip bleibt die Philosophie dieselbe. Und da haben wir einen sehr, sehr guten Austausch. Was mich eigentlich interessiert an der Stelle ist, ich meine, SaaS, IT und so weiter, das machen ja einige. Volker, jetzt, ohne dass es jetzt nach Werbung klingt, du machst es komplett anders. Das ist aber als Typ immer auch so eine Sache. Ich weiß noch, dass ich dich gefragt habe, hey, hast du den Bart erst dran gelassen, als du rausgegangen bist oder als du reingekommen bist? Und dann hat der Volker mir gesagt, dachte, ich hatte vorher noch lange Haare und so einen Zopf hier oben. Ja, ich hatte so einen Aber die wichtigste Männerbann, hatte ich mal. Die wichtige Frage. Alle Ja. Fehler. Ja, alles gemacht. Also sah gar nicht schlecht aus. Also ich habe tatsächlich mit meiner Frau letztens drüber gesprochen, habe ich gesagt, manchmal vermisse ich das hinten dran. Aber gut. Die wichtige Frage an der Stelle ist erstmal für mich, für deinen Sales-Erfolg und für deinen Pitching-Erfolg. Kannst du das trennen? Kannst du abschätzen, ob du noch diese Macht von SAP mitbringst und die Leute deshalb zu dir kommen? Oder ob du losgelöst von der Marke bist und die Leute dich als Volker Hein, den Pitchkönig, ansehen? Kannst du das jetzt schon so sagen oder Ja. würdest du sagen, nein, ist es schon ein bisschen der Dunstkreis von SAP noch dabei? Ja, also kann ich tatsächlich dich beantworten, weil ich in die Leute nicht reinschauen kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass es die Inhalte sind, die die Leute überzeugen. Jetzt mal unabhängig davon SAP oder nicht SAP. Aber ich glaube, von dem, was ich sage, also ich habe ja auch einen Podcast, wo ich dann diese gesamten Themen komplett einmal auseinandernehme, 45 Minuten teilweise über die Themen rede. Ich glaube, dadurch merken die Leute schon, dass der Typ was zu sagen hat und dass das, was er sagt, praxisnah ist und angewandt werden kann, weil es aus meiner Erfahrung herauskommt. Also es ist eben keine Theorie und hier musst du Storytelling machen und so würde Vertrieb laufen, sondern es ist das, was ich quasi in der Praxis gelernt habe. Und ich glaube, das überzeugt die Leute, zumindest in den Gesprächen und meine Kunden, das ist das, was die überzeugt. Die Marke SAP, glaube ich, spielt ja gar nicht so sehr die Rolle und ich glaube, es wird auch oft überbewertet, muss ich sagen. Also Andreas, du hattest das gerade gesagt, für Recruiting ist die Marke absolut geil.
weil sie schon diesen Touch hat von, okay, wir sind die einzige große, ernstzunehmende World Player im Softwarebereich. Das ist einfach so. Und die Company kriegt ja auch durchweg geile Ratings überall, wo du irgendwie Job, also Glassdoor und so. Und das ist auch wahr. Also das ist ein Backup. So, dass diese Company bietet dir unheimlich viel. Was aber die Leute, glaube ich, immer überschätzen, ist, was das beim Kunden macht. Also es ist nicht so, insbesondere das, was ich gemacht habe für Osteuropa. Ich habe ja Produkte verkauft, die komplett neu waren. Also es gab keine Referenzkunden oder sowas dafür. Vielleicht irgendwo in den USA und Australien und so, also die Hauptmärkte. Aber nicht irgendwie für Polen oder für Tschechien oder für Slowenien und so. Und die Leute haben immer diese Vorstellung, dass wenn wir da anrufen und sagen, ja, wir sind von SAP, dass wir direkt alle Termine bekommen. Mhm. Das ist nicht so. Teilweise bekommen wir genau deswegen nicht die Termine, weil wir SAP sind, weil wir da anrufen beim Geschäftsführer oder mit dem Geschäftsführer sprechen wollen und der sagt, Alter, IT habe ich gar keinen Bock zu, mich drüber zu unterhalten. Hier sprich mit meinem CIO oder sprich mit dem Head für den SAP-Bereich immer im Unternehmen. Das heißt, die Leute stellen sich das immer so vor, ja, da du hast SAP und dann kannst du direkt die Tür eintreten. Das ist nicht so. Du musst für diese Sachen musst du echt ackern und du musst, teilweise steht dir das sogar entgegen. Und das ist ja auch so das, was ich mit den Leuten dann auch mache, dieses Sentiment anzuschauen, also zu überlegen, was ist eigentlich das, wie deine Firma auf diese Leute wirkt und wogegen musst du dann eigentlich anarbeiten von den ganzen Vorurteilen und sowas, die damit reinspielen. Ich kenne das auch, ne? Es muss nicht immer cool sein, so einen großen Namen zu haben. Also, wenn ich jetzt hier Bewerbung reinkriege, ne, und da steht jetzt McKinsey und KPMG drauf, ne, wäre das erstmal für mich ja ein schlechtes Zeichen. Ich weiß, zwar hochqualifiziert, ich weiß, der kann richtig was und diejenige kann richtig was, das sind alles gute Leute, aber ich weiß vom Mindset her, wie wir arbeiten und wie wir mit unseren Kunden arbeiten, ist was anderes. Also ich arbeite ja gerne mit denen auf Projekten zusammen, weil ich es sehr schätze, was sie machen, aber ich tue halt was anderes mit meinen Kunden zusammen und das kann sich gut ergänzen zusammen. Aber wenn da jetzt jemand kommt im Recruiting, wäre es erstmal so, stelle ich mir auch ganz normal vor, wenn ich mir einen Dienstleister aussuche, passt das zu mir? Und wenn ich jetzt so denke, boah, da kommt einer so aus dem SAP-Konzern und ich bin so ein kleiner IT-Beratung, ich bin ein SaaS-Anbieter für XY, ich mache das und das, passt denn dieser Volker Heine, der kommt mir mit irgendwelchen Marketing-Strategien, die ich mir sowieso nicht leisten kann. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das ja nicht immer positiv ist und ich wusste bis gestern gar nicht, dass du bei der SAP bist. Und konsumiere dein Content seit einem halben Jahr. Also um das auch noch kurz zu sagen, logisch, wir sind ja Data Talk, klar reden wir darüber. Ich habe es gar nicht gewusst.